Aber warum kommen wir da nicht hoch? Meine Güte. Okay, das Risiko gehe ich jetzt mal nicht ein, den hier zu meucheln. Und da hinten sind unsere Kollegen. Aber den könnte ich mal meucheln. Der ist schön weit weg. Mist. Sonst hat uns, glaube ich, noch keiner gesehen. Oh scheiße, da ist eine Riesenarmee. Vor der verstecken wir uns mal lieber. Denn wenn die uns sieht, ups. Ja, gehen wir mal hier hin. Ah, die sind gerade am Abziehen. Respawnen die etwa? Noch hat uns niemand gesehen und noch hat uns niemand gesehen. Und wir haben schon so gut wie gewonnen. Ha! So, stirb! Ja, versteck dich nur hinter deinem Holz. Boah, wie viel sind es denn noch? Oh, da hinten hocken unsere Kollegen noch. Ach du Schande. Stirb. So, das wäre auch mal wieder geschafft. Hm? Und da haben sich noch ein paar versteckt, oder wie? Und hier ist noch ein bisschen Gold. Ey, Gold. Und nun reden wir mit unserem Freund hier. Naja. Neue Informationen. Und nun haben wir den Schlüssel bekommen. Aber hier erstmal das schöne Gold. Oh, 579. So, aber auf die Karte. Und da müssen wir dann hin. Vielleicht finden wir jetzt noch aus dem Weg hinaus aus dem Lager irgendwas Goldähnliches. Goldenes? Nein. Schade. Naja, jetzt können wir in den Keller hineingehen und mal gucken, was es dort gibt. Da hinten oben fliegt schon immer noch unser Drache. Ach ja. Nur aufpassen, dass uns hier die Legion nicht sieht, diese große.
Oh, der ist auch schon weg. So, meine Freunde. Ihr werdet wieder befreit. Ah ja, dort hoch müssen wir wieder. Da sind wir dann schon ein bisschen zu weit gegangen. Aber macht ja nichts. So, hier ist alles besiegt. Und dann öffnen wir mal das Tor dieses zerstörten Hauses. Komm her, du Wicht. Die Truhe haben wir auch schon geöffnet. Ah ja. Neue Informationen. So, hier geht's wieder nach oben. Und dann gucken wir uns auch gleich mal die Informationen auf der Karte an. Ah ja, wieder mit ihm reden. So, was wird seine Aufgabe für uns sein? Ah ja. Was steht denn da drauf? Boah, das kann ich nicht entziffern. So, reden wir mal wieder mit unserem Freund. Neue Informationen. Ah ja. Ah ja, ah ja. Ich würde sagen, gehen wir doch mal hier in diese Höhle rein. Schon wieder steht da neue Information. Oder sollen wir hier zuerst... Oder nee, wir gehen zuerst da hier hin. Das ist viel näher. Und fragen dort gleich einmal was los ist. Ob die da auch irgendwie Hilfe benötigen durch die ganzen Dämonen. Oh, und hier ist wieder ein Teleportationsstein. Und ein bisschen Gold. Und Mate. Gullcliff Mate. Ups. So. Was willst du von uns? Others may have joined your... Ah ja. Die sind jetzt unsere Verbündeten. Dann geht's gleich mal zum Tower. So, arbeiten wir hier die ganze Insel wieder ab. Und hier nach oben. Vielleicht gibt's hier irgendwas zu entdecken. Ja.
Nee, hier kann man nur runter. Aber wir gehen mal zum Turm und gucken, was es dort zu erledigen gibt. Weil die hatten ja keine wirkliche Aufgabe für uns und gesagt, ja, ja, wir helfen mit. Wir helfen immer gerne. Wir sind ADAC. Und es wird schon wieder düster. Fängt zu regnen an. Okay, hier krumm können wir nicht. Boah, wie die Wellen schäumen. Wie der Gegner hier uns nicht bemerkt. Hey. Der dachte wohl, der könnte uns sehen, wenn wir kommen. Aber daraus wurde wohl nichts. Eure Fesseln sind befreit. Mitstreiter. Wo ist denn hier ein Gegner? Oh. Dort hinten oben. This tower overlooks the southern coast of this island. Hell has positioned her forces here so that any help approaching from the neighboring isles is destroyed before reaching land. But see the nearness of those patrol stars. There must be something inside that tower worth guarding. Ah, ja. Natürlich ist vorne abgeschlossen. Aber wir können ja immer noch hier hinein. Uns erstmal das Gold greifen. Die Tür ist hier zugeschlossen. Wie kommen wir denn dann da rein? Ah, der dürfte vielleicht sogar einen Schlüssel für uns bereithalten. Hey, gib mir deinen Schlüssel. Ha. So, vorne rum rein. Und natürlich das Geld gleich wieder, das Gold gleich wieder mitgenommen. 137. War da gerade was? Oh ne, nur irgendwas schlecht angeleuchtetes. So, das war doch mal schön. Das ist ja der Keller, wo wir nichts machen können. Also gehen wir die Leiter hinauf. Okay, leere Schlafplätze. Und es geht weiter hoch. Hey. Ups. Es hätte nicht sein gemisst, dass wir da mit runtergesprungen wären. Und öffne dich. Sesam, öffne dich. Nein, hoch. Was war das? Uns hier aus der Ecke her anzugreifen, ist nicht freundlich.
Ach, und hier geht jetzt eine Leiter nach unten. Bin ich blöd.